Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Deezer-Date-Video auf meinem Kanal. Vor ein paar Wochen haben wir den Vergleich gemacht, was kostet ein Skoda gegen was kostet ein Model 3. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr das so viel angeschaut habt und natürlich auch viele Fehler in meiner Berechnung gefunden und so weiter. Aber wir haben heute gedacht, wir überlegen uns mal, wie wäre das denn, wenn wir ein Model 3 bestellen würden und wir konfigurieren uns einfach mal eins. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern der Tesla-Fanboy muss auch dabei sein. Applaus für diese Oscar! Wir haben hier die Webseite von Tesla. Das ist schon mal sehr schick, wenn man da drauf geht. Dann macht es gleich wupp und man weiß, dass man richtig ist. Ein Model 3. Und das werden wir jetzt konfigurieren, okay? Ich würde ja lieber ein Model X konfigurieren. Aber wir wollen ja realistisch bleiben. Ja, auch das ist ja schon kaum realistisch. Ja, das stimmt. Aber wir fangen einfach mal an. Konfiguration. Was passiert? Okay, also gut. Ich glaube, hier geht's los. Ihr Fahrzeug wählen. Genau, wir haben jetzt ja lang genug gewartet, bis es endlich Standardreichweite Plus gibt für 44.500. Und das hat dann 415 Kilometer Reichweite. Wenn ich maximale Reichweite auswähle, kostet 10.000 Euro mehr. Und ich habe 560. 560, das ist ja richtig viel. Ja. Und Performance hat auch nicht mehr, aber ist dafür schneller. Okay, also das kommt nicht in Frage. Ja, Standardreichweite plus oder maximale Reichweite? 560 oder 415 Kilometer. 560 ist ja richtig krass, das ist ja sau viel. Das ist richtig viel. Aber also wir haben ja mal so eine Berechnung gemacht, weil wir fahren halt eigentlich so viele, so lange Strecken. Mhm. Und wenn dann so viermal im Jahr oder so. Nach München oder Regensburg oder so. Naja, wenn man diese 10.000 Euro jetzt in den nächsten 5 Jahren, wenn man viermal pro Jahr das fahren würde, dann würde jede Fahrt 400 Euro extra kosten sozusagen dafür, dass man diese Reichweite hat. Ich meine, das Problem ist natürlich, man hat nicht diese 415 Kilometer, sondern man hat die praktisch bei angenehmer Temperatur, wenn man mit 110 über die Landstraße tuckelt. Ich vermute mal, wenn man da ein bisschen Gas gibt, dann hat man nur noch 280 oder so. Damit kommt man dann immer noch nach München. Also ich meine, letztendlich ist die Entscheidung relativ klar. Also ich würde sagen, wir bleiben bei Standardreichweite Plus. Interessant ist ja, ich glaube, dieses günstige Modell, was ursprünglich mal angekündigt war, dieses 35.000 Euro Modell, stellt Tesla jetzt gar nicht her, richtig? Dollar, doch. Ich habe gelesen, dass sie praktisch einfach dieses Standardreichweite Plus Modell bauen. Und praktisch diese geringere Reichweite einfach ausprogrammieren. Die musst du dann dazu kaufen. Also das habe ich gelesen. Echt? Ja. Hier unten kann man übrigens umschalten. Ich gehe da mal auf Bar, ja, damit man auch sieht, was der Preis wirklich ist. Hey, was ist gerade 430 Euro pro Monat Leasing? Das heißt ja nur, dass du am Anfang eine Sonderzahlung hast, dann ein paar Monate eine günstige Leasingrate hast, aber am Schluss hast du immer noch eine Restlaufzeit. Mhm. Also das ist eigentlich völlig kicki. Das Ding gehört dir ja dann nicht. Also... So, weiter geht's. Moment, hier interessant, voraussichtliche Auslieferung Juni. Das ist ja jetzt schon. Was? Soll ich das glauben? Alright, schauen wir mal, wie es weitergeht. Außenansicht. Eine Farbe wählen. Was haben wir denn da? Solid Black, Midnight Silver Metallic. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Farbe. Sehr schick. Blau gefällt mir nicht. Weiß ist halt praktisch. Boah, aber hey, 1600 Euro extra. Rot fand ich das immer am schönsten. Ja, geil. Die kostet halt 2100 Euro nur die Farbe. Ich verstehe das gar nicht, warum. Ich meine, Solid Black ist inklusive. Die anderen kosten alle extra. Ich verstehe das gar nicht, warum Farben extra kosten. Keine Ahnung, aber also ich glaube, am schlausten wäre die Solid Black zu nehmen, weil du kannst dann immer noch, was man sowieso machen sollte, folieren lassen oder durchsichtige Folierung drauf machen oder mattschwarz oder mattgrau oder whatever. Ich hätte ja Lust, noch viel cooler ich hätte ja Lust, das so ein bisschen ranzig zu folieren, also dass es so ein bisschen alt aussieht, dass du diese Schramm, die ich sowieso in die Einfahrt reinfahre, die sieht man gar nicht mehr, ist einfach so. Die sind dann schon verrastet. Drauf. Okay, wir bleiben bei Solid Black. Felgen wählen. 18 Zoll Aero-Felgen oder 19 Zoll Sportfelgen. Hä? Ach so, ich dachte, die Sportfelgen gibt es auch in schwarz. Weil in schwarz sehen die nämlich richtig geil aus. Mhm. Aber die kosten auch 1600 Euro. Mhm. Und du kannst vor allem bei den Aero, abgesehen davon, dass ich die gar nicht so schlimm finde, wie ich am Anfang dachte, du kannst die auch abnehmen, dieses Plastikcover. Okay. Und dann sind da drunter eigentlich ganz normale. Okay. Sehen nicht so cool aus wie die Sportfelgen. Aber ich bin ja relativ leidenschaftslos. Winterreifen hinzufügen, da sieht man schon mal, 2050 Euro würden die Winterreifen kosten. Ich meine, jetzt ist ja Sommer, also insofern würde ich die Winterreifen halt dann kaufen, wenn Winter ist. Anhängerkupplung finde ich eigentlich ganz cool. Option wählen, 1060 Euro. Ich meine, da könnte man zum Beispiel einen Fahrradständer hinten drauf machen. Dann könnte ja diese Mama, wenn sie Radfahren geht, ihr Fahrrad hinten aufstellen.
Auf der anderen Seite, hast du auch schon mal was davon gehört, dass es auch Dachgepäckträger gibt fürs Model 3? Nee. Ich habe das mal... Das habe ich mich nämlich schon mal gefragt, weil es ist ja komplett Glas. Also meiner Meinung nach gibt es, das müssen wir nochmal nachschauen. Wenn es Dachgepäckträger gäbe, müsste man eigentlich keine Anhängerkupplung kaufen. Schade, dass da nicht, ich weiß gar nicht, im Audi oder so gibt es einfach so einen herausfahrbaren Anhängerkupplung. Die ist okay. Einfach so elektrisch. Apropos Anhängerkupplung, weißt du, was wir kürzlich auf der Autobahn gesehen haben? Wie heißen diese Wohnwagen, die so aussehen wie Zigarren, diese supergeilen? Schon wieder vergessen. Genau. Der hier, so. Oder? Ja, genau. Genau, so einen haben wir gesehen. Das sieht aus wie so ein Remova-Koffer auf Rollen. Supergeil auf der Autobahn. Und wir so, boah, ein Airstream, geil. Und dann sind wir an dem vorbeigefahren. Und dann, was war vorne dran? Ein Model X. Model X, genau, hat den gezogen. Geil. Okay, jetzt geht's weiter. Innenraum wählen. Komplett schwarz oder schwarz und weiß. Das gefällt mir persönlich überhaupt nicht. Nein? Nee. Ah, scheiße. Ich finde das weiße Interior von dem Tesla ist so geil. Echt? Aber ich weiß nicht, was die da vorne, dieser Streifen, der ist bei dem Schwarzen aus Holz. Ich weiß nicht, was für das... Mhm. Was für ein Material das da ist. Findest du nicht geil? Nee. Finde ich mega. Wenn wir mal irgendwann Enkel haben, ne, und die kacken dann auf die Sitze. Also. Und es kostet 1000 Euro mehr. Ja, okay. Meinetwegen. 12 elektrische. Also, das nochmal vielleicht. Wir haben ja Skoda mit Model 3 verglichen und ein paar haben dann so gesagt, du hast doch vergessen, das noch zu berücksichtigen und das noch zu... Ja, ich habe zum Beispiel auch vergessen zu berücksichtigen, dass ein Model 3 halt ein Oberklasse-Fahrzeug ist und ein Skoda ist halt ein Mittelklasse-Fahrzeug. Oder hat ein Skoda vielleicht Vordersitze mit 12 elektrischen Verstellfunktionen? Kann man bei einem Skoda vielleicht einfach durch Nachprogrammieren die, den Tankinhalt vergrößern? Oder hast du bei einem Skoda eine 12 Kamera-Überwachungsanlage an deinem Auto dran? Ich glaube, bei der Ausstattung, die ich da verglichen hatte, hatte ich nicht mehr Navi und Sitzheizung. Also insofern... So, jetzt kommt das Thema Autopilot. Inklusive ist der Autopilot, also automatisches Lenken, Beschleunigen und Bremsen unter Berücksichtigung von Fahrzeugen und Fußgängern auf meiner Spur. Das ist also schon alles drin, aber die automatische Fahrt auf Autobahnen, das automatische Ein- und Ausparken, das Herbeirufen... ist nicht dabei und bis Ende des Jahres Ampel-Stoppschilder-Erkennung, also praktisch automatisches Fahren innerorts. Aber das kann man dann nachträglich für 6.300 Euro freischalten? Nee. Doch, die Option kann man... Nee, die kannst du jetzt, aber nachträglich... Steht da gar nicht, kannst du irgendwie 8 oder so. Ja. Und er will es, glaube ich, immer teurer machen. Gut, ich meine, in Deutschland also, ist das sowieso noch nicht erlaubt, wenn ich das richtig sehe. Ja, und ich meine, das Auto kann ja dann trotzdem von selber fahren. Ach, Einparkautomatik. Die hat es nicht. Aber in unsere Einfahrt kommt er sowieso nicht rein, haben wir ja gemerkt. Achso, ja, das haben wir versucht, genau. Wir haben versucht, den einparken zu lassen in unsere Einfahrt. Da braucht es schon dieser Dad oder diese Mama. Da ist automatisch nichts drin. Okay, also lass mal weg. Mensch, richtig auf Sparfuchs-Modus. Ja, klar, total. Ja, das ist es dann schon. Doch, chillig. Jetzt, natürlich, im Ernstfall würde man jetzt noch über irgendeinen Referral-Code gehen, um sich wenigstens noch 1500 Kilometer Supercharger zu sichern. Noch gibt's die. Und ja, das würde ich auch anklicken. Kostenvoranschlag anfordern für Powerwall in dem Fall. Okay, an dieser Stelle würden wir jetzt hier unsere Kontodaten eingeben. Okay. Dann Bezahlungsart auswählen, Rechnungsdatum, Adresse, Übersicht, das ist also Grundausstattung, 45.480. Wir sind letztendlich bei der Grundausstattung geblieben, sind wir mal ehrlich. Und dann muss man 2.000 Euro bezahlen. Aber Mehrwertsteuer von 7.200 Euro, die würden wir ja sogar zurückkriegen, oder? Genau, da hat auch jemand geschrieben, dass er kotzen muss, dass wir das von der Steuer absetzen. Das erkläre ich vielleicht mit einem eigenen Video, wie das Wesen von Unternehmertum ist. Also, sehr, sehr groß, sehr spannendes, kompliziertes Thema. Ja, jetzt musst du noch deine Daten da eingeben und dann... Ja, und ob wir das machen... Das seht ihr im nächsten Video! Das erfahrt ihr jedenfalls jetzt nicht. So würde ein Model 3 vernunftsmäßig aussehen. Ob es das mal jemals wird oder nicht, das werden wir bald erfahren. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video zu unserer Model 3 Konfiguration gefallen. Kommentiert gerne, wie ihr es konfigurieren würdet. Und ja, ich hoffe, ihr seid, nachdem ihr geliked, abonniert und kommentiert habt, auch nächstes Mal wieder dabei. Bei dieser Oscar oder dieser Dad.